Ahmad Dani Ramadan, The Clothesline Swing. Ein Roman, der irgendwie auf der Schnittstelle zwischen Salim Haddad, Guapa, und Rabi Alameddin, The Angel of History, der Engel der Geschichte, steht. Warum? Auch hier der Ausgang, der arabische Frühling. 2015, ein schwules Paar ist im Grunde immer steigenden Gefahren und aber auch gleichzeitig Hoffnungen im Damaskus des arabischen Frühlings ausgesetzt. Aber die Hoffnungen ersterben bald, die Lage wird unübersichtlich, gefährlich, unerträglich. Und so gehen sie nach Beirut, in der Hoffnung, dort immerhin noch im arabischen Raum, in der Nähe der Heimat, die Zeit überbrücken zu können und irgendwann zurückkehren zu können. Doch es wird auch in Beirut immer gefährlicher, unaushaltbar. Und obwohl sie sich bei Weitem nicht einig sind, dass sie weg wollen, schafft es einer der beiden, eine Einladung nach Toronto zu bekommen. Und so wandert das schwule Paar nach Kanada aus. Der Roman freilich spielt Jahrzehnte später. Die beiden sind alt geworden miteinander, haben ein Häuschen, das mittlerweile auch schon ein bisschen im Verfall begriffen ist. Einer der beiden liegt im Sterben und der ihn pflegt, wurde vom Sterbenden immer zärtlich Hakawati, Geschichtenerzähler, genannt. Und der Pflegende ist mit seinem sterbenden Liebhaber nicht allein. Der Tod ist auch im Haus. Und der Tod verlangt Geschichten. Er verlangt, dass er genauso unterhalten wird wie der Sterbende. Und Herr Hakawati erzählt. Er erzählt von arabischen Mythen, Geschichten, Märchen, blumig, oberflächlich, vermeintlich gar nicht schwul, aber sowas von in einem schwulen Grundton, dass man einfach nur bezaubert ist. Es sind schöne Geschichten, in denen es natürlich ganz viel um Prinzen, Prinzessinnen, Zauberer und Kindheit geht. The Clothesline Swing, eine Schaukel aus Wäscheleinen, die im heimatlichen Damaskus auf dem Dach errichtet wurde. Kindheitserinnerungen, an denen man wehmütig hängt, verlorene Heimat und natürlich die große Liebe. Ein Buch, das einen fesselt, das überzeugend geschrieben ist, in zwar schlichter, aber unfasslich schöner Sprache, die Erzählführung grandios, der Tod überhaupt nicht esoterisch oder magisch irgendwie, sondern einfach eine Realität, die im Hause ist, und man wird gar nicht traurig hinterlassen. Ein großes Buch, eine wunderbare schwule Liebesgeschichte aus der Zukunft in der Gegenwart, The Clothesline Swing von Ahmad Dani Ramadan.